5 Tore in 90 Minuten. Die deutsche U19-Nationalmannschaft sorgte mit ihrem Sieg gegen Litauen für ein Fußballfest im Salmtal-Stadion. 3000 Besucher zeigten sich über das Qualifikationsspiel zur Junioren-EM zufrieden und beklatschten jeden Treffer der Deutschen im Salmtaler Stadion. Die kleinsten Fußballfans vorneweg. Schon nach 12 Minuten fiel der erste Treffer für das deutsche Team. Bis zur Halbzeit hatten die Litauer bereits 4 Tore kassiert. Vorab gab es bereits einen Gewinner. Der FSV Salmrohr hatte das Spiel ausgerichtet und sich darüber riesig gefreut. Man muss auch sagen, dass die Vereinsmitglieder unheimlich gut uns unterstützt haben. Es war überhaupt kein Problem, Leute zu bekommen, um hier das alles organisatorisch zu regeln. Das letzte Spiel der ersten Qualifikationsphase findet wieder in Trier gegen die Niederlande am Dienstag statt.